Sarah Engels, heftige Vorwürfe für die Zweifachmama. Eigentlich wollte Sarah Engels nur ein lustiges Video auf Instagram hochladen, doch das ging gehörig nach hinten los. Sarah Engels lässt keine Gelegenheit aus, um ihr glückliches Leben mit Mann, Kindern und Karriere auf Instagram zu zeigen. Ab und zu schummelt sich auch ein wenig Werbung dazwischen. Warb Sarah schon für ihr Fitnessprogramm, Früchtetees und Rücksäcke. Doch ihr neuester Partner sorgt für Aufruhr bei den Fans. Sarah Engels wird heftig kritisiert. In einem neuen Video preist Sarah eine Aktion von Aldi Nord an. Bei dem günstigen Discounter gibt es momentan ein Sammelalbum mit Sammelkarten zu der Disney-Serie Miraculous, Geschichten von Ladybug und Cat Noir. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Sarah heimlich das Album aus der Aldi-Tüte stiebitzt und die Sammelkarten auspackt. Da sind die Kids doch selber schuld, wenn sie ihr neues Sammelalbum einfach so in der Küche rumliegen lassen. Dass ich ein riesiger Fan von Miraculous bin, brauche ich euch nicht zu erzählen, schreibt die Sängerin dazu. Sarah lieh nämlich der Rolle Lady Boog in dem gleichnamigen Film ihre Stimme. Bei den Followern kommt das Video für ihren neuen Werbepartner jedoch gar nicht gut an. Was man alles macht, wenn man mit Musik nicht so erfolgreich wie man denkt, ätzt beispielsweise ein Fan. Andere kritisieren, dass die gesundheitsbewusste Sarah nicht zu der Marke Aldi Nord passt. Ich dachte, sie geht nur im Biomarkt einkaufen. So kann man sich irren, kommentiert eine Userin gehässig. Oje, mit diesen Reaktionen hätte Sarah sicherlich nicht gerechnet. Doch viele Follower nehmen Sarah auch in Schutz. So schreibt eine begeisterte Userin, wie traurig und frustriert doch viele Menschen sind. Super Sammelalbum. Werde ich nächste Woche nach Ausschau halten. Man kann es eben nicht allen recht machen.